eigentlich fing das ganz früh an. Gut, also das ist dann immer so eine Mythenbildung, aber es ist tatsächlich so, dass ich als Kind mich schon sehr für Asien interessierte. Und es hing vielleicht auch damit zusammen, dass mein Vater als junger Mann viel gereist ist und sehr viele Sachen mitgebracht hatte. Postkarten, die mir geschickt wurden, angebracht und die also auch immer mit der Gegend oder oft auch mit der Zeit zu tun haben. Aber man kann es öffnen und sieht dann, was es ist. Und hier habe ich die Weltreise von Adelbert von Chamisso eingezeichnet, der ja also rund um die Welt reiste. Und Corinne hat das alles festgehalten in sehr schönen Zeichnungen. Er selbst, also Chamisso selbst, hat auch gezeichnet. So, und hier kommt man jetzt in die Ausstellung. Opfergaben und Ritual. Hier die große Projektion, die Sie hier sehen, das ist gefilmt in 1985 und fing Johanna Lahr auf Mongolia. Und darunter eine schwarze Madonna aus dem Film Dorian Gray im Spiegel der Pulma-Presse. Also ganz, ganz viele verschiedene Schiffsszenarien und Reisen. Ein kleines Teehaus, das habe ich 1984 in China gefilmt und da gibt es viele andere Szenen. Hier ist die Projektion Märkte. Aber ich gehe da mit einem sehr kleinen Team hin von zwei, drei Leuten und das ist eine ganz andere Situation. Also ich bin nicht Hollywood, die erstmal Straßen betonieren müssen im Gasland, bevor sie dort etwas drehen, ja, und ihre Softdrinks dabei haben. Ich gehe dahin mit den Geschenken, die eigentlich die Handelswaren sind, die die Menschen dort eintauschen. Und es ist, also es kriegt sich wirklich wunderbar, ich habe es ausprobiert. Und von da überblickt man eigentlich auf den aus der Scheune von Frau Kuhneck die habe ich, das war ein Punkt, dass sie keine Wissenschaftlerin, ich bin ethnologisch sehr interessiert, aber eben in diesem Bereich eben von Kunst, Poesie und Ethnologie. Und das ist immer mit den Menschen, nicht? Also in der Mongolei singt man mit den Menschen. Ja, wir singen oder sie ihre Lieder oder sie fangen an, unsere Opern zu singen und umgekehrt. Also die Beziehungen finden auf einer freundschaftlichen Ebene statt. Und es ist auch eine gegenseitige Neugier, die befriedigt wird. Frau Ortiger, wir danken Ihnen für das Gespräch.